Lidl Schweiz übernimmt Verantwortung. Für ein besseres Klima setzen wir beim CO2-Ausstoß an. CO2 ist ein Gas, welches durch den Treibhauseffekt zur globalen Erwärmung führt. Das hat negative Folgen für Umwelt und Gesellschaft. Ein Großteil der Treibhausgase werden vom Menschen und dessen Konsumverhalten verursacht. Vor allem durch die Verbrennung von Öl, Kohle und Erdgas. Auch Lidl Schweiz stößt durch seine Geschäftsprozesse CO2 aus. Als Lebensmittelhändler sind wir aber sehr direkt vom Klimawandel betroffen. So erschwert das immer extremere Klima weltweit den Anbau von Lebensmitteln. Lidl Schweiz arbeitet daher als erster Großdetailhändler der Schweiz CO2-neutral. Wie machen wir das? Erstens haben wir uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Bis 2020 wollen wir unseren CO2-Ausstoß pro Quadratmeter Filialfläche um 20% reduzieren. Zweitens betreiben wir ein rigoroses Energiemanagement nach der ISO 50001-Norm. Energieflüsse werden dabei stetig kontrolliert und minimiert. In neueren Filialen kühlen wir nur mit natürlichen Kühlmitteln und nutzen die Abwärme der Kühlung zum Heizen. Bei der Beleuchtung setzen wir auf LED-Lampen. Ältere Filialen rüsten wir nach. Drittens beliefern wir die Zürcher Stadtfilialen mit Elektro-LKWs. Diese stoßen keine Schadstoffe aus und sind besonders leise. Das schätzen die lärmgeplagten Städter sehr. Viertens setzen wir auf alternative Energien. Wir beziehen unseren gesamten Strom aus Wasserkraft. Daneben betreiben wir eine der größten Photovoltaikanlagen der Schweiz und rüsten diverse Filialen mit weiteren Solarzellen aus. Um unsere Ziele zu erreichen, messen wir jährlich unseren CO2-Ausstoß. Die Emissionen, welche wir durch all diese Maßnahmen nicht verhindern können, kompensieren wir. Mit unseren Partnern haben wir die Finanzierung von CO2-einsparenden Projekten erarbeitet. Den größten Betrag investieren wir in Schweizer Biogasanlagen. Mit diesem Projekt können innovative Landwirte das Klima schützen und zur Energieversorgung beitragen. Weitere Projekte sind auf der ganzen Welt verteilt, wie in Indien oder Brasilien. In Simbabwe setzen wir uns beispielsweise für den Waldschutz ein. So nehmen wir auf dem Weg nach morgen unsere Verantwortung für die Umwelt wahr. Wie wir uns sonst noch engagieren, erfährst du unter verantwortung-lidl.ch.